Das glaubt man immer gar nicht, dass es hier so leise ist, gerade wo wir hier stehen, ne? Ja, es gibt ja einige in Brandenburg und überall in Deutschland, die das gar nicht wahrhaben wollen. Die dann auch meinen, dass wir theoretisch jetzt hier eigentlich zusammenbrechen müssten vor... Eigentlich müssten wir mit schweren gesundheitlichen Schäden hier rausgehen aus der Geschichte, die wir hier machen. Wollen wir unseren Zuschauern mal zeigen, wo wir hier stehen? Ruhig ist es schon, ne? Es ist super angenehm hier. Stört nur so ein bisschen die Autos, die da hinten langfahren. Ab und zu da mal so ein bisschen auf der Eisenbahnstrecke da hinten Richtung Ludwigsfelde kommt ja mal ein Zug vorbei. Aber ansonsten ist es echt super angenehm hier. Also hier, gerade hier, komme ich echt total gerne hin. Ja. Ja. Klingt auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Ja, ne? Hat was, ja. Ja. Also wenn man das so beobachtet im Laufe der Jahreszeit, ist schon schön hier. Schöne Landschaften, die wir in Brandenburg haben. Schön ruhig. Glaubt man noch mal gar nicht, ne? Noch gar nicht weit weg von Berlin. Nee, aber, ist ein Katzensprung, ja. Aber hier ist halt echt so, wenn das Wetter passt, dann könntest du dir hier so einen Liegestuhl hinstellen, dann kannst du es so gut gehen lassen. Habe ich schon überlegt nächste Mal, ob ich mir mal wirklich einen Liegestuhl mitnehme, ja. Und das glaubt man immer gar nicht, dass es hier so leise ist, gerade wo wir hier stehen, ne? Ja, es gibt ja einige in Brandenburg und überall in Deutschland, die das gar nicht wahrhaben wollen. Die dann auch meinen, dass wir theoretisch jetzt hier eigentlich zusammenbrechen müssten vor... Eigentlich müssten wir mit schweren gesundheitlichen Schäden hier rausgehen aus der Geschichte, die wir hier machen. Wollen wir unseren Zuschauern mal zeigen, wo wir hier stehen? Können wir das gerne mal machen. Ich kann ja gerne mal die Kamera drehen. Nur damit man es mal gesehen hat. So. Wir stehen nämlich hier am Fuße einer Windkraftanlage. Ich weiß gar nicht, kriegst du gar nicht drauf. So, so weit kann ich mein Stativ gar nicht neigen. Aber ich glaube, man kann es sehen. Und man hört. Hörst du was? Also ich höre eigentlich nur Wind. Heute ist ja ganz schön Wind. Ja, in dem Sinn, hallo und herzlich willkommen zu dem neuen Video von Steve und Julian von der Interessengemeinschaft E-Mobilität. Wir sind für euch heute hier mal rausgefahren Richtung Ludwigsfelde, denn ihr habt es ja vielleicht mitbekommen, gerade in den letzten Tagen ist wieder mal unheimlich viel über Windkraft pro und contra in der Presse, geht rauf und runter. Jetzt ist ja gerade auch die neue Landesregierung in Brandenburg vereidigt worden und es gibt eine Umfrage, dass gerade in Brandenburg 48% der Leute sind für den weiteren Ausbau der Windkraft, aber 47% sind dagegen. Tja, aber warum sind die denn dagegen? Ja, ich verstehe es eigentlich nicht. Ich meine, sind wir mal ehrlich, Entschuldigung Julian, aber wen stört denn dieses Windrad? Es steht hier draußen, es dreht sich jetzt gerade mit, was hast du gesagt, wie viel? Ja, wir haben heute richtig gut Wind, das heißt, diese Anlage erzeugt jetzt Volllast, 3,2 Megawatt Strom. Also umgerechnet wäre mein Ioniq in einer Minute voll, haben wir vorhin mal ausgerechnet, ja, das ist so viel Leistung, genau, schon Wahnsinn. Ja, und ja, also wir können fast nichts hören von dem Ding und wir stehen hier direkt am Fuß von der Windkraftanlage. Jetzt könnte man ja sagen, naja gut, vielleicht verteilt sich der Schall eher in der Fläche. Vielleicht, ja. Wollen wir mal so ein Stückchen weiter weggehen und wollen wir mal gucken, ob wir da was hören? Du hast doch mal bestimmt was von dieser 1000-Meter-Regelung gehört, die jetzt überall diskutiert wird. 1000 Meter, war es in Bayern nicht sogar 2? Ja, nee. In Bayern ist es sogar diese 10H-Regelung. Also die Windkraftanlage muss die 20-fache Länge ihrer Höhe von einer Siedlung entfernt stehen. Also wenn so eine Anlage wie die hier 150 Meter hoch ist, dann müsste sie mindestens 3 Kilometer von der nächsten Siedlung entfernt sein. Das heißt natürlich, man hatte gar keinen Platz mehr, überhaupt irgendwo Windkraftanlagen aufzubauen. Ich finde das eine gute Idee, Steve. Wir probieren das mal aus. Wir werden jetzt mal uns von der Windkraftanlage entfernen, werden mal aus verschiedenen Entfernungen, wäre jetzt mein Vorschlag, ja, mal gucken. Und vor allem, was wir aber jetzt noch machen, bevor wir losgehen. Deine App. Genau. Kommt mal mit, wir zeigen euch mal, was wir vorbereitet haben. Genau. Ja, das ist schon ein spannendes Thema, die Geschichte mit Lautstärkebelastung und Windkraftanlagen. Wie ist das nun eigentlich?
wir haben gedacht, wir wollen uns die Sache mal ein bisschen genauer angucken. Ich habe mir dazu mal eine zugegeben unprofessionelle, aber wenigstens mal interessante Anwendung aufs Handy geladen, nämlich eine Lautstärke-Messung. Und die könnt ihr euch mal hier angucken. Ich habe an meinem Handy jetzt also ein sehr gutes Rode-Mikrofon angeschlossen, mit dem wir auch unsere Aufnahmen machen. Und ihr könnt jetzt hier an dem Video sehen, das hier ist so ein bisschen wie so ein Tachometer, der zeigt halt an, wie laut es gerade ist. Hier unten kann man anzeigen sozusagen die leiseste gemessene Lautstärke, die lauteste gemessene Lautstärke und den Mittelwert. Und hier unten hat man so ein Diagramm, wo man den Verlauf so ein bisschen sehen kann. Wir wollen es gar nicht so wahnsinnig kompliziert machen. Wir sind jetzt hier am Fuße der Windkraftanlage. Ich halte jetzt mal kurz meine Klappe. Und ihr könnt sehen, dass der Wert so ungefähr, wenn ich ruhig bin, zwischen 60 und 70 dB schwankt. Und 60 bis 70 dB, das ist so ungefähr die Lautstärke einer Unterhaltung. Da kommt aber auch noch der Wind dazu, ne? Ja, na klar. Also der Wind rauscht natürlich im Mikrofon und das nimmt diese App natürlich auch mit auf, ne? Genau. Also wir haben heute, wie gesagt, sehr kräftigen Wind. Die Anlage arbeitet fast auf Volllast. Das ist klar, dass das Mikrofon auch davon natürlich ein bisschen an Lautstärke trotz der Abschirmung aufnimmt. Aber ihr merkt trotzdem die Lautstärke, wir unterhalten uns ja hier auch in völlig normaler Gesprächslautstärke. Hier am Fuß dieser Anlage entspricht eigentlich der Lautstärke einer ganz normalen Unterhaltung. Und Steve und ich, wir unterhalten uns hier wirklich ganz entspannt und ganz in Ruhe. Jetzt ist ja noch so ein anderes Thema immer bei Windkraftanlagen, das Thema Infraschall. Und ja, ich mache jetzt keinen Physikunterricht, aber Infraschall, das ist im Prinzip das, was man als nicht wahrnehmbaren Schall bezeichnet. Alles unter 30 Hertz. Das gucken wir uns auch mal auf dem Handy an. Da habe ich auch eine Anwendung drauf, um diesen Infraschall mal zu messen. Steve, komm doch mal wieder mit runter zum Handy. Ich wechsle mal kurz die App und wir schauen uns mal an. Und zwar schalte ich mal hier auf diese Ansicht. Und hier könnt ihr jetzt wieder sehen den Bereich von 0 bis ungefähr 30 Hertz. Das ist hier auf dieser Linie aufgetragen und hier die Lautstärke. Das heißt also, wir haben hier schon Infraschall. Das ist klar, weil Infraschall entsteht aus allen möglichen Quellen, schon alleine nur vom Wind oder von der Straße, die da hinten ist, und von den Fahrzeugen, die sich da bewegen. Natürlich auch von der Windkraftanlage entsteht Infraschall, von überall entsteht Infraschall. Und wir können sehen, ich bin jetzt auch gleich mal wieder ruhig, dass wir also ein Maximum bei ungefähr 5 Hertz haben. 5 Hertz kann man mit normalem Gehör nicht mehr hören. Und hier können wir die Maximallautstärke im Infraschallbereich ablesen. Die ist jetzt hier an dieser Stelle bei ungefähr 32, 33 dB. Ist also extrem leise. Und das könnt ihr auch an der Abbildung hier unten sehen. Hier ist alles das, was rot ist. Das wäre dann etwas in Anführungszeichen lauterer Infraschall. Und alles, was grün ist, ist Infraschall, den man als Mensch überhaupt gar nicht mehr wahrnehmen kann. Okay, und dann merken wir uns mal diese Werte. Und dann würde ich sagen, Steve, machen wir uns jetzt mal auf den Weg. Und fahren mal ein bisschen weg. Ich würde mal sagen, vielleicht mal so mal 200, 300 Meter. Und dann gucken wir mal, machen wir mal da unsere erste Vergleichsmessung. So, jetzt sind wir was? 200 Meter von der Windkraftanlage entfernt. Hier seht ihr da im Hintergrund. Und also ich weiß nicht, ob ihr außer Wind noch was hört. Vögel höre ich. Ich hoffe, die hört man vielleicht auch. Die sind hier alle in dem Geäst drin. Ja. Wir stehen also jetzt hier direkt an der Straße. Ich kann ja mal schwenken, dass man mal sieht, wie dicht die Straße ist. Genau, wo wir hier eigentlich stehen. Da könnt ihr nämlich auch noch sehen, dass da noch weitere Windkraftanlagen stehen. Das sind ältere. Ja, Steve, wenn du erstmal zurückschwenkst nochmal bitte. Wenn man jetzt gerade ein Rauschen hört, dann ist es ein Flugzeug, was da hinten gerade fliegt, hört man gerade so ein bisschen, ja. Aber von der Anlage... Guck mal, hier überall Vögel. Ja. Aber jetzt mal ganz im Ernst, also als wir gerade unter der Anlage standen, ja, da hat man die Anlage ganz minimal gehört. Richtig, also klar. Ganz normal, würde ich jetzt sagen, wie so ein Elektromotor, der halt dreht. Ne? Ja, so ein bisschen immer so ein Rauschen.
wenn der Rotor unten durchgeht. Ja, genau. Immer so intervallmäßig. Richtig. Ne? Genau. Aber wirklich ganz minimal. Also in dem Moment, wo wir uns unterhalten haben, war das nicht mehr wahrzunehmen. Hier hört man gar nichts mehr, oder? Jetzt mal, wenn man mal versucht, den Straßenverkehr auszublenden. Also wir gucken jetzt mal, ich glaube, jetzt haben wir mal kurz einen Augenblick Glück. Die Vögel sind zu laut, wir können die Windkraftanlage nicht hören. Also ich könnte mir jetzt einbilden, also ich höre die Autos, die da ganz, ganz hinten schon kommen. Aber da ist nichts. Die höre ich von den Reifengeräuschen schon. Ihr seht sie auch auf der... Also ihr habt es ja schon auf dem Video gesehen. Ja. Aber ich höre die... Was sagt denn der Infraschall? Ja, lass es mal messen. Also unser Mikrofon ist jetzt direkt auf die Windkraftanlage gerichtet. Und zwar wirklich direkt auf die Spitze der Windkraftanlage. Es ist ein gerichtetes Mikrofon. Und wir liegen bei 54, 55 dB. Ja, genau. Es kommen auch gleich wieder Autos vorbei, einer zumindest. Also das ist auf jeden Fall schon gewesen. Und wir schalten noch jetzt mal auf die Infraschall-App um. Klar, jetzt jedes vorbeifahrende Auto erzeugt natürlich auch wieder diesen Infraschall. Da guckt euch das an. Also wir sind hier fast 6 dB unten drunter und das ist 6 dB heißt ja höre, immer... Und ich muss dazu aber sagen, ich höre gerade, irgendwo da über den Wolken fliegt gerade ein Flugzeug lang. Ja, ist ein Flugzeug unterwegs, ja. Also es ist auf jeden Fall deutlich weniger. Wer sich ein bisschen Physik auskennt, weiß, dass 6 dB schon eine deutliche Verringerung des Schalldrucks ist. Und wir können es jetzt auch hier sehen. Guck mal, da ist nichts. Da, ne? So, wie kann das denn aber sein? Jetzt hast du 6 dB weniger als da vorne. Infraschall, ja, quasi nicht wahrnehmbar oder kaum messbar, sagen wir mal. Also erstmal sind wir ja gerade mal 200 Meter weg. Ja. Ja, also das ist ja... wirklich, also fußläufig. Also, richtig ist immer die Studie, die man selber fälscht, in Anführungszeichen. Ja. Es gibt aber ganz interessante Hinweise darauf, die darauf hindeuten, dass sozusagen, je mehr man sich in eine Sache versteift, man glaubt, man wird durch etwas krank, man glaubt, man wird durch etwas belästigt und man fängt an, auch dagegen zu kämpfen. Also man engagiert sich, man bildet eine Bürgerinitiative, man steigert sich immer weiter rein, man macht eine Webseite, man ist mit Kommentaren dabei. Wir beide wissen, wie das ist, wenn man kommentieren muss. Da steigt der Blutdruck bei bestimmten Kommentaren. Ja. Dass dadurch Krankheiten ausgelöst werden können, ich sage jetzt mal absichtlich können. Stichwort psychosomatisch. Genau, die also praktisch, es gibt sogar einen Fachbegriff schon dafür, das ist also so ein Windkraftgegner-Syndrom. Das heißt im Prinzip, durch den Kampf, durch das Glauben daran, dass ich krank gemacht werde, werde ich erst krank. Und das mag vielleicht auch wirklich ein Grund sein. Also wir beide wollen jetzt wirklich definitiv uns hier nicht hinstellen und sagen, das ist alles super. Ja, also da braucht sich überhaupt keiner, überhaupt nicht Sorgen zu machen. Also da sind wir wirklich die Letzten. Genauso wie wir auch immer sagen, E-Mobilität, das ist blütenweiß und die weiße Weste, da haben wir schon oft genug drüber gesprochen. Aber man muss es immer ein bisschen versuchen, mit Abstand zu bewahren. Und auch wenn wir beide als E-Autofahrer sicherlich eher pro Windkraft eingestellt sind, wegen der Stromerzeugung, so glaube ich, können wir doch als erwachsene Menschen ganz entspannt darüber reden. Ja. Also wäre vielleicht wirklich eine Vermutung, weil wenn man hier steht, Leute, ihr könnt selber herfahren, guckt es euch an, ich sage es doch immer wieder, stellt euch einfach hin und versucht einfach mal, ob ihr überhaupt irgendwas wahrnehmen könnt. Ich würde aber sagen, Steve, dass wir jetzt mal noch ein Stückchen weiter wegfahren. Kilometer? Ruhig auf den Kilometer, der angesprochen ist, 1000 Meter Regelung, und dann messen wir da nochmal und gucken mal und hören vor allem mal, wie es dann da ist. Okay, machen wir. Auf geht's! Julian, wir sind auf Sendung. Hey, ich bin schon da. Musst du kommen. So, jetzt sind wir ein Kilometer weg. Genau, also das ist diese 1000 Meter Regelung. Ja? Das ist so die Idee, jetzt zu sagen, ab jetzt dürfen Windkraftanlagen nur noch, müssen mindestens 1000 Meter Abstand haben zu irgendeiner Art Ansiedlung, ab mindestens 5 Häusern. Völlig irre. Ja?
Das ist das. Fünf Häuser, Herr Altmaier sagt, ab fünf Häuser gilt das als Siedlung und dann müssen 1000 Meter eingehalten werden. Na gut, kann man sich drüber streiten. Also, wir sind jetzt hier quasi auf dem freien Feld wieder, sind die 1000 Meter Abstand gefahren. Ich höre immer noch Flugzeuge. Ja. Vögel. Vögel. Es kommt ein Auto. Was hörst du nicht? Also ich höre auf jeden Fall kein Geräusch, was ich in irgendeiner Art und Weise als Windkraftanlage wahrnehmen würde. Man hört auch kein pulsierendes Geräusch. Wird ja mal gesagt, die würden so ein pulsierendes Geräusch geben, wenn der Rotor, ihr könnt es ja wahrscheinlich sehen, sozusagen den Turm quert. Und jetzt noch was ganz Wichtiges, was du gerade gesagt hast, als wir hergefahren sind. Ja. Wir stehen ja jetzt in Windrichtung. Ja. Ihr seht, wie das Windrad steht. Das heißt also, der Wind kommt direkt in unsere Richtung. Genau. Ja, das heißt also, der Schall würde ja dann entsprechend auch hierher getragen werden. Und vor allem da hinten stehen ja noch weitere Windkraftanlagen. Es ist ja nicht so, dass das die einzige ist, sondern hier stehen ja auch noch ein paar mehr. Ja. Also wenn ich mir das so angucke, wir gucken gleich nochmal auf die App und auf die Werte, müsste man eigentlich nicht die Windkraftanlagen verbieten, sondern den Autoverkehr. Der ist ja viel lauter. Theoretisch. Ja. Okay, gucken wir mal auf die App, was die Westwerte machen. Genau. Ja, wir haben jetzt mal Handy und Kamera so ein bisschen halb im Kofferraum bei Steve versteckt, um so ein bisschen möglichst viel von den Windgeräuschen wegzuhalten. Das war ein Auto. Das war noch ein Auto. Tja, ich vermute mal, ihr könnt es sehen. Wir kommen sogar teilweise runter auf 40 dB. Jetzt gucken wir uns noch mal den Infraschall an hier an der Stelle. Das sieht man immer schon, wenn das noch mehrere hundert Meter entfernt ist. Also liebe Leute, jetzt mal im Ernst, ja? Das kann das Ding ja gar nicht mehr anzeigen. Was soll man jetzt dazu sagen? Naja, also ein professioneller Aufbau ist es nicht. Nein, professioneller Aufbau ist es definitiv nicht und man kann sicherlich mit sehr, sehr teuren und besseren Anlagen hier sehr viel bessere Messergebnisse erzielen. Aber ich glaube, von der Tendenz her und auch von unserer Wahrnehmung her, glaube ich, kann man sagen, also Leute, kommt mal auf den Boden der Tatsachen zurück. Bildet euch nicht ein, dass euch irgendwas krank macht. Hier ist nichts. Ich meine, es ist klar, es gibt mit Sicherheit den ein oder anderen Windpark und die ein oder andere Windkraftanlage, die wahrscheinlich in den letzten Jahren irgendwie ein bisschen dämlich gebaut wurde. Es gibt mit Sicherheit auch Unterschiede zwischen den Anlagen. Es gibt ältere Anlagen, die sicherlich mehr Krach machen, mehr Lautstärke erzeugen als neue Anlagen. Das ist völlig klar. Deswegen ist es ja auch so wichtig, dass wir jetzt nach und nach die alten Anlagen durchs Repowering, durch neue Anlagen ersetzen. Die bringen dann nicht nur mehr Strom, sondern die sind vor allem auch nochmal noch leiser, vor allem weil die neuen Anlagen ja auch alles Langsamläuferanlagen sind und nicht Anlagen, wie nur noch vor 10, 15 Jahren gebaut wurden, Anlagen sind, die sich sehr schnell drehen. Also vielleicht sollten wir mal ein bisschen aufhören, uns gegenseitig die Köpfe einzurennen beim Thema Windkraft, sondern eher konstruktiv miteinander arbeiten. Aber ein wirklich wahrnehmbares Problem, also Steve, ich kann es nicht wahrnehmen. Tut mir leid. Ja, ich denke, dann soll es erstmal gewesen sein. Schönen Dank, dass ihr dabei wart auf unserem Ausflug. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns über einen Daumen nach oben. Wenn nicht, gebt uns halt einen Daumen nach unten. Abonniert bitte unbedingt den Kanal und aktualisiert nicht die Glocke, sondern klickt auf die Glocke, damit ihr immer auf dem aktuellen Stand seid, wenn es von uns ein neues Video gibt. Bis dahin, ciao.